Grünen-Chefin und Kanzlerkandidatin Baerbock hat die Krawalle bei den Mai-Demonstrationen in Berlin scharf kritisiert. Barrikaden anzuzünden und gewaltsam auf Polizistinnen und Polizisten loszugehen, sei kriminell und in keinster Weise akzeptabel. Wer so etwas tue, handle wider den demokratischen Konsens und schwäche das Anliegen der friedlichen Kundgebungen, die am 1. Mai auch stattgefunden haben. Am Samstag war es in Berlin abends zu gewaltsamen Auseinandersetzungen gekommen. Mindestens 93 Polizisten wurden verletzt. Es gab mehr als 350 Festnahmen. Unionsfraktionsvize Frei warnte vor einem Zurückweichen des Staates. Die Polizei müsse mit aller Konsequenz gegen diese Gewalt vorgehen. Ansonsten drohe ein schlimmer Vertrauensverlust in die staatliche Durchsetzungsfähigkeit.